Hallöchen, hallo, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Folge von Newcomer TV, hier produziert für Rhein-Main TV. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuschaut. Und ich meine, wir sind heute bei den Dreharbeiten hier zu dieser Sendung in den Taunus geeilt, hier in unser wunderbares Studio. Und es ist so schönes Wetter da draußen und die Schmetterlinge fliegen und ich bin beflügelt von Frühlingsdüften und freue mich total, euch gerade als erste Band heute eine Band aus dem Odenwald vorstellen zu können, die ja von ihrer Musik, das ist so ein bisschen Power Metal, Symphonic Metal, Fantasy, Words, eine postapokalyptische Amazone singt dort und man hat das Gefühl, sie kommen aus den Tiefen des Odenwalds, aus den Höhlen herausgekrochen, interessieren sich aber für alles, was lebendig ist und verarbeiten alles, was in dieser Gesellschaft passiert, in ihrer Musik. Wir haben ein kleines Interview mit ihnen und natürlich ein oder zwei Live-Tracks für euch. Viel Spaß da draußen an dem Bildschirm mit Düster Lust. Bei mir der Heiko und die Regina von Düsterlust, eine Metalband aus dem magischen Odenwald. Regina, was treibt euch um? Ihr macht so eine fantastische Musik, die ist so symphonisch, metallic. Also es erinnert mich teilweise an so Bands wie Dream Theater, Rush, Nightwish. Also ein sehr bunter Stilmix, aber dann diese Fantasy-Welt. Ihr seid ja auch so ein bisschen wie gerade aus dem Odenwald, sozusagen aus dem tiefen Gebüsch heraus hier auf die Bühne gekommen. Also was treibt euch um? Wo liegt die Vision, den Menschen diese mythischen Welten nahezubringen mit dieser harten, aber sinfonischen Musik? Ja, also ich bin eine postapokalyptische Kampfamazone gerade. Das ist das neue Bühnenoutfit, was die Lisa See entworfen hat. Das weihen wir heute ein. Und ja, unsere Musik ist ziemlich bunt gemischt. Wir haben ganz viele unterschiedliche Einflüsse aus dem Metal-Bereich und auch aus anderen Musikstilen, aus dem klassischen Bereich. Ich bin ja also klassisch trainierte Sängerin. Ja. Opern erfahren? Ja, nee, ich stand jetzt nicht auf einer Opernbühne, aber ich nehme seit 2007 halt klassischen Gesangunterricht privat. Und was singst du da so? Naja, Opernarien auch. Echt so richtig so, wie die großen Dieben? Ja, ja. Und diese ganzen Reisen in die Operwelt, die fließen dann auch in deine Komposition von Gesangsmelodien bei deiner Band mit ein? Auf jeden Fall, ja. Wer ist denn von euch verantwortlich überhaupt für die Texte? Wir alle.
Also wir machen alles gemeinsam, sowohl was die Texte anbelangt, als auch was die. Warte mal, ihr seid basisdemokratisch? Ja, furchtbar, ne? Es wird so, ja. Also wir fangen an, keiner legt da irgendwie die Hände in den Schoß oder jeder macht ein Stückchen und jeder, sagen wir mal, tut das dazu zur Musik, was ihm gerade einfällt. Und das ist nicht alles gut, aber das Schlechte schmeißen wir weg und behalten das, was gut ist. Ihr habt ein Label gefunden, also das heißt, ihr seid ja richtig Musikbusiness schon sehr gut aufgestellt. Wie geht es bei euch weiter 2017? Was habt ihr vor? Also erstmal unser Label, das heißt Femmeuropa und wir waren die erste Band auf diesem Label. Also es ist nur ein ganz kleines Label, das auch gerade so versucht hochzukommen. Ja, 2017 wollen wir erstmal ganz viel auftreten. Zum Beispiel sind wir am 12.3. im Cavo in Mainz und am 31.3. im Jutz Erlenbach. Und ja, und wenn wir dann ganz viel aufgetreten sind, haben wir hoffentlich genügend Geld verdient, um dann nächstes Jahr unser Album produzieren zu können, unser nächstes. Euch einfach nur empfehlen, weg vom Computer, weg von der Glotze, hinaus in die Welt. Guckt euch die Bühnenprogramme an, geht in die Clubs, geht auf die Festivals, treibt Kommunikation, weil das ist gerade in der heutigen Zeit der Verwirrung und der unglaublichen politischen Probleme sehr, sehr wichtig, dass man einfach weiß, was das engste soziale Umfeld denkt und ist man aufgehoben oder muss man. Ja, muss man was tun. Also, wir müssen was tun und auf jeden Fall erstmal aufstehen.
Aufgestanden sind auf jeden Fall die Jungs von der nächsten Band, die ich euch vorstellen möchte und die wir, wenn ich mich nicht irre, im März aufgezeichnet haben. Also das heißt, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis wir Bands zeigen, die wir aufgezeichnet haben. Also das heißt, die geschnittene Musik und die Interviews dieser Bands. Und manchmal geht es auch ganz schnell. Ich weiß nicht, wer und wo das bestimmt wird, aber es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass alle in der Crew, in der Newcomer TV Crew ehrenamtlich arbeiten und einfach privat noch wahnsinnig viel zu tun haben und sie müssen dafür sorgen, dass sie irgendwie Miete zusammenkriegen, Geld zusammenkriegen fürs Leben und so. Und da bleibt dann mal eine Band ein bisschen länger liegen als beabsichtigt. In diesem Fall nicht. Ich möchte euch willkommen heißen zu dem Interview und vor allen Dingen auch zu der Live-Performance von den Muffin Tops. Eine wunderbare Band, die ganz coolen Funk-Sound macht. Und ich habe die zum ersten Mal vor ein paar Monaten gehört, also als mich ein Freund aufmerksam gemacht hat auf diese Band und habe mir den Sound auf ihrer Internetseite angehört. Das hat mich ein bisschen an Jamiroquai oder Incubus erinnert. Gerade der Sänger, die Farbe der Stimme, aber hört einfach selber. Hier viel Spaß jetzt für euch spielen und sprechen. The Muffin Tops! Bei mir die knackigen Jungs von The Muffin Tops, einer funky Jazz-orientierten Band, die es seit 2014 hier in Frankfurt gibt. Sag mal Jungs, wie habt ihr euch gefunden? Ich meine, ihr orientiert euch an den Göttern der Jazz-Funk-Musik wie Jamiroquai oder den unglaublichen Steely Dan. Habt ihr studiert? Studiert ihr Artistik? Seid ihr auf der ganzen Welt schon unterwegs gewesen oder warum wagt ihr euch an so hohe Ziele? Das waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal. Also einer von uns hat Musikwissenschaft studiert, ansonsten sind wir eher autodidaktisch unterwegs. Wir haben uns so gefunden, dass wir mal in einer anderen Besetzung zusammengespielt haben. Drei von uns, glaube ich, richtig? Ja, genau. Und dann sind noch zwei dazugekommen, dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eigene Sachen und so kam das. I'm trying to of the day when you laughed without trail, but every night sitting here in Jimmy's bar with an empty glass of whiskey and muffins out of a cookie jar, I ripped the photos into pieces. I threw the stuff away, but you won't leave me alone unless I stop doing all the things that we used to do together in this bar across the river. Beautiful, the times when we were young and absolutely mine. You taste it's fine, all of us did it accidentally. On purpose doesn't matter, you're the reason why I can't keep my hands out the cookie jar. Waking up with a fuzz in air, too much whiskey yesterday. The nameless girl had picked up at Jimmy's bar just left. Wanted to pretend that she was you, she won't stay. She didn't even care about the delicate pastries that you taught me to bake. Extraordinary sex can't even compensate for all the things we've been through in this bar in late December. Beautiful, the times when we were young and absolutely marvelous. You tasted fine, all of us did it accidentally. On purpose doesn't matter, you're the reason why I can't keep my hands off the cookie jar. Beautiful, the times when we were young and absolutely marvelous. Ich erinnere mich gerade noch an Jamiroquai, also alles, was der rausgebracht hat, ist auch irgendwie in die Charts katapultiert und ich habe euch gerade eben beim Soundcheck gesehen und konnte ja, mich kaum an mich halten, weil es war so tanzig und so unglaublich, wie ihr zusammen gespielt habt und so sehr groovig und deine Stimme erinnerte mich in einigen Variationen an Jamiroquai. Ja, und deswegen hatte ich gedacht, also dass das auf jeden Fall, das muss einfach erfolgreich werden. Wie siehst du das? Also um das erstmal zu klären, ich bin nicht Jamiroquai oder nicht der Sänger von Jamiroquai, aber wir orientieren uns tatsächlich daran und ich glaube, das wäre ein ganz guter Weg. Musik.
was fashion and last week's stream. Oh, a sunny spring morning with a gentle breeze. I'm trying to make up my mind, but I'm somebody on the line of people who are hesitating to the very end. I'm trying to make up my mind, but I'm somebody, somebody of that kind of people who are hesitating to the very end. Some things just happen in the wrong place and time. I'm trying to escape the mess, and that's not a crime. Relax, so go to Larry's. Just don't be so serious. Ich denke, wenn man gefilmt wird, ist es ja das Wichtigste überhaupt. Also das heißt, wenn die Kameras auf eingerichtet sind, muss ja ein wildes Publikum eigentlich da sein. Was tut ihr, um eure Fans heute Abend hier hinzukriegen? Also wir haben natürlich in Aussicht gestellt, dass man hier mit 2 Euro eintritt, was ja jetzt ganz fantastisch ist, 4 fantastische Bands zu hören kriegt. Wir kennen 2 der 3 anderen Bands auch persönlich, die heute Abend hier spielen, unsere Fans auch. Deswegen, ja, glaube ich, muss man eigentlich hier sein. Thank you.
Ich möchte euch aufmerksam machen auf die Radio X-Bühne, auf das Museumsuferfest 2017, was vom 25. August bis zum 27. August am Holbeinsteg, das heißt eigentlich am Mainufer, stattfindet. Aber die Radio X-Bühne ist am Holbeinsteg auf der Sachsenhausen-Seite. Und es ist in den letzten Jahren zu einer fantastischen Bühnen-Area geworden, also mit Überdachung. Das heißt, selbst wenn es regnet, können dann nochmal locker 200, 300 Leute vor der Bühne stehen und tanzen, während rundherum die Stände im Matsch versinken. Wir wollen es nicht hoffen, dass das passiert, sondern wir wollen euch eigentlich mehr auffordern, euch zu melden. Ja, vielleicht habt ihr ja Bock, weil ihr einfach unglaublich talentiert seid, weil ihr eine fantastische Musik macht, auf dieser Bühne ein bisschen zu performen. In diesem Jahr haben wir ein etwas anderes Konzept als in den letzten Jahren. Das hat mit vielen Dingen zu tun, weil ich meine, ihr wisst ja, alles bei freiem Eintritt und das Ganze finanziert sich über den Getränkeverkauf und über den Essensverkauf, wie so viele Sommerfestivals im Moment. Und insofern, weil wir da am Eingang zum Museumsuferfest beziehungsweise am Ausgang des Geländes sind und weil wir auch Bands präsentieren, die nicht so viele Menschen kennen, was uns nichts ausmacht, im Gegenteil, was uns mit Stolz erfüllt, bleiben aber weniger Leute dort hängen. Ja, das heißt, wir haben nicht so viele Einnahmen. Deswegen setzen wir in diesem Jahr auf Heavy Metal, auf harte Bands am Freitag und am Samstag bekannte Indie-Bands, Alternative-Bands, vielleicht deutschsprachig, ich weiß es nicht. Und im Abendprogramm aus der Family, aus dem Umfeld von Virus Musik Radio, weil wir organisieren das ja alles, ein paar Coverbands. Ja, ich höre euch schon aufschreien. Was? Verrat? Nein, es ist einfach nur ein Suchen, weil ich meine, das Ganze gibt es leider nicht kostenlos und ich liebe Newcomer-Bands, ich liebe diese Kreativität dieser Bands, aber fragt sie alle selber, sie verdienen keine Gage, also es kommt kaum jemand und deswegen brauchen sie uns, damit mehr Leute kommen. Also machen wir vielleicht in diesem Jahr einen kleinen Mix mit ein paar coolen Coverbands, die dann vielleicht ein paar mehr Leute ziehen, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ihr könntet euch ja auch mal bewegen, ja? Also das heißt, ihr könntet ja mal eure Nachbarn oder so einladen, sagen, ey, wir gehen am 25. bis 27. Oktober, August zum Museumsuferfest, zur Radio X-Bühne und supporten die regionale Szene, verstehst du? Und wir trinken ein bisschen alkoholfreies Bier zum Beispiel oder Wasser oder ihr wisst schon was. Ja, und füllt ein bisschen die Kasse. In diesem Sinne, ich danke euch, dass ihr hier wart und uns zugeschaut habt. Ich danke Rhein-Main-TV, dass es uns so fleißig immer samstags um 23 Uhr ausstrahlt. Tragt es weiter. Newcomer-TV mit Herz und Virus-Musikradio täglich von 17 bis 18 Uhr auf Radio X 91,8 MHz und im Kabel 99,85 oder unter www.radiox.de/live. Danke, arrivederci, tschüss, das war's, euer Seppel. Bis zum nächsten Mal.